Hey Leute und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich den lang ersehnten Black Friday Haul. Und wie ihr schon sehen könnt, ich bin schon sehr festlich angezogen, sehr festlich geschminkt. Ich bin schon richtig in den Christmas Vibes. Deswegen wundert euch nicht wegen mein Outfit, hat mit dem Video nichts wirklich zu tun. Aber ich würde sagen, wir beginnen auch schon direkt mit dem Black Friday Haul. Also als allererstes sollte ich eventuell mal auf die App gehen, beziehungsweise mal schauen, was ich alles gekauft habe. So, ich habe jetzt alles auf mein iPad. Ich weiß jetzt, was ich gekauft habe. Ich würde sagen, ich beginne jetzt mit meiner ersten Bestellung. Das waren zwei Sachen. Ich habe, glaube ich, komplett am Black Friday nur bei Beauty Bay bestellt, weil die halt wirklich die krassesten Angebote hatten. Deswegen, es gibt noch, ihr könnt überall eigentlich einkaufen, aber ich hatte am meisten Make-up-related Sachen halt nur bei Beauty Bay. Deswegen, also als allererstes habe ich mir gekauft von Beauty Bay eine Palette. Das ist aus deren Eigenmarke, die Book of Magic Palette. Die habe ich bei Ellie gesehen. Ich liebe, liebe, liebe Ellie so sehr. Wirklich, Ellie ist so, uff, glaube ich, meine Lieblings-YouTuberin. Jetzt schon seit langer Zeit. Und sie hat die halt vorgestellt. Und so sieht die Palette aus. Mega, mega schön. Deswegen kann ich mich halt gar nicht beschweren. Und ich habe die auch schon mal benutzt und was ich so cool finde ist, weil ich liebe ja die Naked Tutorials Palette sehr. Und so ein paar Töne hier, die haben eine ähnliche Textur wie die von Niki, deswegen die für 12,55 € war auf jeden Fall ein Muss. Dann als nächstes habe ich von Manny MUA diese Blush Palette. Die hat 29,95 € gekostet statt 40 €. Und das war auch eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum ich mir überhaupt etwas am Black Friday bestellt habe und so viel. Das ist auf jeden Fall die Blush Palette. Ich finde die wunderschön. Ich liebe zurzeit Blush, wie ihr schon sehen könnt. Ich liebe Blush so sehr. Und ich fand diese Palette so cool. Und alleine schon das Packaging und alles, das ist so voll ich. Deswegen musste ich die auf jeden Fall unbedingt haben. Das war meine erste Bestellung, die ich gemacht habe. Ich habe insgesamt drei Bestellungen gemacht, einfach weil ich das nicht aushalten konnte, so wenig Sachen zu bestellen. Die zweite Bestellung, die ich gemacht habe, ist, ich zeige euch jetzt meine Palette, weil ich habe die schon. Und so habe ich mir die Orgy-Palette nochmal von Jeffree Star gekauft. Das ist jetzt meine, wie gesagt, weil die andere ist nämlich ein Weihnachtsgeschenk. Aber an alle, die nicht wissen, was das ist, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber falls es Leute gibt, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Lidschattenpalette von Jeffree Star. Und das ist eine komplette, nur nude-tönige Palette. Die vierte Sache, die ich mir bestellt habe, ist diese LA Girl Foundation. Ich habe die mir vor 2 Jahren am Black Friday auch schon mal gekauft, an alle, die sich vielleicht erinnern. Und mir ist aufgefallen, ich habe die das ganze Jahr über, die ganzen 2 Jahre immer mal wieder benutzt. Das ist eigentlich eine sehr gute weiße Foundation, womit man echt drauf aufbauen kann. Und weil ich die so geliebt habe, habe ich die gekauft für 8,35 €. Dann habe ich mir eine Highlighter-Palette von Anastasia Beverly Hills gekauft. Diese Nicole Guerriero-Palette, die habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten gesehen. Und ich fand die so schön. Deswegen musste die auch auf jeden Fall mit. Die Farben sehen so schön aus. Und Anastasia Highlighter-Paletten sind auch unfassbar toll. Deswegen musste die auf jeden Fall mit für nur 27,15 € statt 50 €. Also wow. Dann habe ich mir noch eine Highlighter-Palette bestellt, weil die auch mega krass reduziert war auf 26,35 €. Aber ich habe gesehen, zum Schluss war die sogar auf 21 € reduziert. Und zwar das Moonchild Glow Kit. Ihr kennt das ja schon von meinem Kanal. Diese Palette, ich habe die jahrelang benutzt. Meine war schon leer und habe ich weggeschmissen gehabt. Deswegen muss auf jeden Fall eine neue. Und die, wow. Liebe sie. All-Time-Favorite. Dann ebenfalls von Anastasia habe ich dieses Glitzer hier bestellt. Das ist so ein, das benutze ich persönlich halt richtig gerne für Augen-Make-up oder so, falls ich mal so einen Touch auf Glitzer möchte. Aber ja, und das hat gekostet 15,50 €. Als nächstes habe ich mir für 8,55 € ein Dip Brow Gel von Anastasia Beverly Hills gekauft. Das benutze ich immer ganz gerne, um vorne hier so meine Augenbrauen durchzukämmen und den Rest mache ich dann mit der Dip Brow meistens. Für 8,55 € dachte ich so, komm, nimmst du halt mit. Dann habe ich noch von Zoeva ein Contour Powder. Powder, 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 Powder. Ja, ein Konturpuder, denn ich habe tatsächlich eines gebraucht und da habe ich mich jetzt für dieses entschieden. Hat 13,45 € gekostet und Zoeva war nicht so wirklich auf meiner Spotlist, also ich hatte die nie wirklich so gesichtet. Ich hatte eigentlich fast nichts von denen,
Aber wenn ich mal Produkte von denen hatte, waren die halt mega gut. Deswegen kam die mit. Dann ebenfalls von Zoeva ein Graphic Brow Pencil für 6,65 €. Ist so ein Augenbrauenstift, der eine unfassbar feine Spitze hat. Der malt so unfassbar fein. Deswegen kam der halt mit. Und für 6,65 € konnte ich mich nicht beschweren. Sorry, falls ich ein bisschen so schneller durch alles durchgehe, aber das sind halt echt einige Sachen, deswegen versuche ich ein bisschen schneller zu sein. Dann, wegen Niki Tutorials, wirklich die Queen auf YouTube, was Make-up betrifft, habe ich mir von Joy diesen Essential High Coverage Liquid Concealer gekauft und habe ihn jetzt auch schon seit längerem ein bisschen benutzt und liebe den. Ebenfalls von Joy ein Sun Whipped Bronzer Duo in Sunlight und Sun Tanned. Das ist ein Bronzer, habe ich tatsächlich auch gebraucht. Und das sind die Farben, mir passen die eigentlich ganz gut. Also die hellere Farbe vor allem richtig gut. Und für so einen Bronzy Look, für 20,95 € war okay, habe ich mitgenommen. Wollte ich jetzt auch schon jahrelang haben und habe es mir jetzt endlich gegönnt. Und die letzte Sache aus der zweiten Bestellung ist von Zoeva Beauty. Das sind so flüssige Eyeliner bzw. wasseraktivierte Farben. Die könnt ihr für Eyeliner, für Facepaint und alles benutzen. Diese Palette hier für 18 €. Und das Coole bei diesen Paletten ist, dass es halt so eine Palette kommt mit so einem kleinen Pinsel, der super, super fein ist. Und das sind alles Eyeliner-Farben. Da sprüht ihr mit Wasser kurz drauf, sozusagen wie Tuschfarbe kann man das so sehen. Und damit könnt ihr euch einen Eyeliner ziehen. Und das Geile ist, diese Palette ist sogar eine UV-Palette. Das heißt, im UV-Licht, also in so einem Neonlicht, leuchten die auch. Das war es jetzt mit der vorletzten Bestellung. Ich habe, wie gesagt, drei gemacht. Und in der letzten Bestellung habe ich gekauft einen weißen Eyeliner von NYX. Den habe ich auch damals so gerne benutzt. Das einzigste Blöde bei diesem Eyeliner ist, dass der ein wenig bröckelt am Auge. Das mag ich nicht so gerne. Aber ich habe halt einen gesucht, damit ich so Punkte und so machen kann, der sehr detailliert ist. Und da habe ich mir jetzt den mitgenommen von NYX für 5 €. Dann habe ich mir noch einen Eyeliner mitgenommen, weil das zurzeit mein Lieblings-Eyeliner ist. Und zwar von auch NYX, den Epic Ink Eyeliner. Den benutzt ja auch Ellie richtig gerne und ich bin auch ein Riesenfan davon. Hat gekostet 7,60 € statt 10 €, was ich auch okay fand. Dann habe ich mir nochmal, weil warum nicht, schwarzen und einen weißen Eyeliner nochmal von Zoeva Beauty ein. So zwei, das sind so zwei Farben in einer Tube sozusagen. Das kommt halt in so ein Component und da ist so schwarz und weiß. Und das ist halt auch mega cool, könnt ihr mit Wasser dann aktivieren. Und Zoeva Beauty wollte ich schon lange testen, deswegen kam das auch mit. Und ebenfalls von Zoeva Beauty der Eyeliner gerade eben hat übrigens 9,25 € gekostet. Und dann ebenfalls nochmal von Zoeva Beauty noch eine Palette für 18 € wieder. Diesmal in einer anderen Farbrichtung mit nochmal einem Orangeton drin und dunkleren Tönen diese Palette. Auch UV-Farben, wasseraktivierte Eyeliner, wieder mit einem Pinsel. Ich liebe die. Dann habe ich mir noch was von der Beauty Bay Eigenmarke gekauft und zwar diese Liquid Eyeshadows. Das sind sozusagen Dupes zu den Stila. Das hat 12,05 € gekostet. Das sind sozusagen flüssige Eyeliner. Ich trage auch gerade eine Farbe auf mein Lid als Topper. Und das sind halt so flüssige Eyeliner in diesen drei wunderschönen Farben. Mega, mega pretty. Wir haben halt so ein Duochrome, so ein Shift. Und das Ding ist, ich liebe die Stila, aber die finde ich sehr teuer. Ich habe meine bei TK Maxx damals gefunden und war schon glücklich darüber. Aber die trocknen halt sehr schnell aus. Deswegen habe ich halt nach einer Alternative gesucht und habe jetzt diese hier gefunden. 3 Stück für 12,05 €. Und ein Stiler normalerweise in der Größe, kann ich euch auch mal zeigen. Die sehen so ungefähr aus. Kostet auch um die 25-30 €. Deswegen war das echt eine gute Alternative. Dann habe ich mir noch eine Foundation von Zoeva mitgenommen, weil irgendwie hatte ich gerade voll mit Zoeva was. Hat 18,85 € gekostet. Habe ich auch schon öfters getestet. Liebe die. Ich finde, die riecht so leicht nussig. So nach Nüssen. Aber Coverage ist gut, hält gut. Habe auch zum Glück meine Foundation Shade direkt gegriffen. Lieb's. Dann habe ich mir eine Sache gegen Pickel gekauft, und zwar Skincare. Und zwar von Mario Badescu die Drying Lotion für 13,15 €.
Das ist so eine, sozusagen eine Flüssigkeit und dann ist da so ein Ton, ein Lehm. Nee, wie nennt man das? Wie nennt man das? Egal, auf jeden Fall gehe ich sozusagen mit so einem Wattestäbchen durch diese Flüssigkeit und ich hole hier unten dieses rosane Produkt raus, ziehe das dann raus und damit müsst ihr ganz vorsichtig sein, weil das sehr, sehr austrocknend ist, ganz punktuell auf die Pickel. Und ich benutze es jetzt schon seit ein paar Wochen und ich liebe das. Benutzt auch, by the way, Kylie Jenner und James Charles und die benutzen das beide von sich aus, also nicht gesponsert, deswegen... Ja, habe ich damals von Johnny auch empfohlen bekommen und habe es mir endlich gekauft. Johnny, you know. Dann habe ich mir auf Empfehlung von Schwester Search dieses Hyaluronic Fixing Spray gekauft von Revolution für 5,50 Euro. Das benutzt er immer und ist ein Riesenfan und ich liebe das auch. Ich muss sagen, es macht das Make-up irgendwie ein bisschen langanhaltender, macht ein super schönes Finish und 5,50 Euro. Konnte ich nicht sagen. Dann habe ich mir noch meine allerliebste Lieblingsfoundation nachgekauft, weil die echt teuer ist. Aber die war auch unter Gesetz für 25,50 Euro von Joué. Habe ich mir auch vor 2 Jahren gekauft und ich habe die geliebt. Und das ist eine richtig deckende Foundation, die sehr leicht ist. Ist schon fast wie Wasser, aber hat eine Deckkraft von, wow, irgendein Fettstift. Deswegen liebe sie und... Ja, war runtergesetzt, habe sie mitgenommen. Dann die letzten 2 Sachen, die ich gekauft habe, sind noch eine Lidschattenpalette von Juvia's Place. Die liebt ja auch Niki unfassbar. Und da habe ich jetzt für 16,80 Euro diese Palette hier gekauft. Die The Festival Palette. Fand ich sehr interessant. Ja, war runtergesetzt. Ich fand die Farben schön und habe damit noch nicht zu viel gemacht, aber werde ich in der Zukunft auf jeden Fall auch mal benutzen. Ja, und die letzte Sache ist ein Puder. Das war eher so ein Flop-Kauf, beziehungsweise ich muss halt echt damit umgehen können. Und zwar ist es von Revolution für ganze 4 Euro ein White Powder. Und wenn ich sage White, dann ist es weiß. Ich habe es unter meine Augen gemacht und es war weiß. Nicht so ein großer Fan davon, aber bestimmt, wenn man das in der richtigen Menge benutzt, kann das bestimmt richtig cool sein. Ja, und das war's auch schon mit meinem Black Friday Make-up Haul. Ich habe dann noch so Kleinigkeiten gekauft. Ich habe eine Alexa gekauft bei Saturn. Ich habe noch so Kleinigkeiten gekauft. Echt nichts Besonderes, was ich jetzt auch nicht wirklich zeigen kann, weil das Weihnachtsgeschenke sind. Aber ich sag mal so, diesen Make-up Haul, das Interessanteste habe ich euch jetzt gezeigt. Und ja, Leute, nochmal im Vorfeld. Ich mache das Video nicht, weil ich die Sachen euch zeigen möchte und zeigen möchte praktisch, oh mein Gott, werdet neidisch, dies, das. Ich zeige euch das nur, weil ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die das interessiert, die auch immer nach guten Angeboten suchen und so. Deswegen, das ist für euch. Ansonsten, ich habe alles bei Beauty Bay gekauft. Am Black Friday, die hatten ja eine richtige Black Friday Week. Und ja, ich habe für alles insgesamt ungefähr 350 Euro ausgegeben. Ist ein sehr stolzer Preis, das ist mir bewusst. Aber ich habe das ganze Jahr auf Black Friday gewartet, deswegen lasst es mir bitte verziehen sein. Ich habe mir wirklich so hart darauf gefreut und habe das ganze Jahr über schon zu allen meinen Freunden gesagt, wenn Black Friday da ist, dann gönne ich mir aber hardcore. Das habe ich jetzt gemacht und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder was auch immer. Schlaft gut, falls ihr das am Abend schaut. Guten Morgen, habt noch einen schönen Tag und ich würde sagen, XOXO.